Hallihallo ihr Lieben und willkommen zurück bei Transport Fever. Jawohl. So, ich habe ein paar Monate vorgespult, damit dieser Zug hier schon mal ein bisschen in den Gang kommt. Aktuell fährt hier noch keiner mit, aber das kann ich euch zeigen, glaube ich. Da und dann Diagramme. Hier wurden schon Leute transportiert. 3 Stück, genau, um genau zu sein. Und es fängt langsam an zu funktionieren. Ihr seht schon, hier stehen 4 Leute. Es waren nur ein paar Monate. Ich glaube, der ist nur jetzt einmal hin und her gefahren oder zweimal. Deswegen braucht das noch seinen Moment. Aber es fängt auf jeden Fall an zu funktionieren. Und um das noch so ein bisschen zu verbessern, und das sieht man jetzt auch hier, der Verkehr nimmt langsam zu, dann werden wir hier die Trams ersetzen, die es in dieser Stadt gibt. Aktuell fahren hier noch die Pferdetrams in Wittenhagen und die werden wir ersetzen. Wittenhagen, B01A und B01B. Wir werden zunächst einmal nur je eine Dampftram verwenden. Oder nehmen wir die Stadtbahn. Gerade mal überlegen. Die fährt was schneller und kann... Ja, wir werden mal die benutzen, würde ich sagen. Wie teuer ist denn die? Die ist ja doch ein bisschen teurer. Und wir müssen natürlich die Tramstrecke auf elektrisch upgraden. Das dürfen wir nicht vergessen, aber das werden wir jetzt... Upsa, nee, hier ging das. Jetzt einmal tun. Dann haben wir unsere erste elektrische Tram hier in Wittenhagen. So, die beiden Linien wären das. Ja, nee, brauche ich eigentlich nicht aufhaben. Ich muss ja nur gucken, wo liegen denn schon Tramschienen. Das ist ja ganz schön, dass man das dann immer schön sehen kann bei Trams. So. Dann hier runter. Und dann sollte die Strecke stehen. Okay, dann müssen wir das Depot noch verändern. Die Gebäude werden entfernt. Ja, das... Fahrzeuge hereinkommend. Ach so, ja, dann müssen wir erstmal abwarten. Bis die Trams, da sind. Das hätte man... Ja gut, das muss man natürlich wissen, dass das dann nicht geht. Ich wusste es nicht. Zack, du bist weg. Da kommt die andere. Okay, jetzt können wir das anwenden. Können jetzt hier die Stadtbahn Halle kaufen. Wittenhagen 1A. Und da fahren wir dann, glaube ich, mal mit. Und dann muss ich mal Geld holen. Stadtbahn Halle Wittenhagen B. Beziehungsweise wir fahren nicht mit, aber wir begleiten sie einfach mal. Um zu sehen. Zum einen natürlich, wie sie aussieht. Mhm. Unsere erste elektrische Tram. Die kommt natürlich auch noch super um die Kurven rum. Und zum anderen, um zu gucken, ob auch alles elektrifiziert ist. Da müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen. Aber ja, die fährt 27. Ich glaube, die Pferdekutschen hatten nur 15 drauf. Und die Dampftram fährt 20. Hier hält er kurz. Jetzt müssen die Leute aber natürlich wieder raffen, dass diese Linie funktioniert. Wie viel stehen da drüben? 4. Okay. Denn, ja, wir haben ja kurzzeitig alle Fahrzeuge entfernt. Das ist so ein bisschen das Problem bei der Geschichte. Deswegen wollte ich jetzt eigentlich pausieren und sofort ändern, aber dafür mussten wir ja erst die alten im Depot verkaufen, weil ich das Depot nicht geupgradet hatte. So, wo bist du hin? Ja, ich wollte nicht die ganze Strecke mitfahren, aber... Hier steht auch schon wieder jemand. Da. Das habe ich doch gesucht. Aber sie quietscht ganz schön, oder? Aber ist auf jeden Fall cool. Ah,
Ah, hier hat sie kurzzeitig den Strom verloren, aber das scheint ihr nichts zu machen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, ob die einen kurzen Akku haben. Ich nehme mal an, dass sie nicht bei jeder kurzen Unterbrechung dann langsamer werden. Aber das sieht alles soweit gut aus. Wir gehen mal den Rest der Strecke noch ab und gucken bei der anderen. Ja, die kommt hier entgegen, das heißt, das scheint alles geklappt zu haben. Und hier würde ich sie gerne warten lassen. Haben wir das schon drin? Ach komm schon. Ich will nicht das Wohnhaus. Ne, Wittenhagen Bahnhof. Vollladen einer Fracht, wenn ich bitten darf. Und aber nur eine Minute. Nicht mehr. So. Durch die höhere Geschwindigkeit sollten wir auch mehr Leute transportiert kriegen. Das wäre ganz gut. Und hier habe ich 2 Minuten hoffentlich eingestellt. Eisenbahn. Ja, habe ich. Sehr gut. 4 Leute wären das aktuell. Passt schon. So, hier brauchen wir irgendwann mal... Hier fahren wieder unsere alten Busse rum. Ich höre sie doch. Wo sind sie denn? Ach, hier steht einer. Ja, okay, das müssen die erstmal alles ein bisschen raffen, aber dann wird das schon werden. Dann... Ja, guckt euch das mal an hier. Gleise. Faszinierend, dass es sogar so eine Statistik gibt. Ach so, ach, das ist auch für uns. Oh, hier sind die Arbeitsplätze stark abgesunken auf einmal. Da haben wir was abgerissen, kann das sein? Oder was ist da passiert? Nee, das ist ja über mehrere Jahre. Hm, keine Ahnung. So. 200, 600. Ja, okay, das ist das aktuelle Jahr. Das darf man nicht nehmen. Ah ja, locker Gewinn gemacht. Was ich auch noch gucken wollte, war eigentlich in der Linienverwaltung. Und wir machen jetzt auch mal wieder schneller. Wittenhagen, Bründling, Alm. Lupendorf, Bremke. Na gut, die macht gerade noch etwas mehr Verlust, aber die beiden machen leider auch ein bisschen. Aber das sollte sich mit der Zeit dann auch geben. Hoffe ich mal. So, dann schauen wir mal kurz hier vorbei. Ist hier eben ein Zug angekommen? Naja, eben ist gut, aber der hier ist soeben weggefahren. Hier kommt eine Dampftram. Ja, da steigen alle aus. Das ist gut. Dann können wir nämlich 20 mitnehmen und dann regelt sich das schon. Ah ja, hier fahren ja aktuell noch gar keine Trams. Ich habe sie nur erstmal schon mal gelegt, die Gleise. Genau. Gut, das passt alles soweit. Steinmäßig auch. Hier oben staut sich auch nichts. Hier stehen ein paar, die da mitfahren wollen. Das ist okay. Was haben wir denn bei dir auf der Linie eingestellt? Ich meine, du transportierst echt nicht viele im Moment. 2. Was aber auch daran liegen könnte, dass du einfach zu alt und zu langsam bist. Ja, du bist ja unser alter Zug von der anderen Linie. Aber man muss ja nicht überall einen Schnellzug nehmen, ne? Denke ich mal. So, dann kurz gucken. Da oben sieht alles gut aus. Hier auch. Wo ist denn unser Lebensmittelzug? Der sollte noch hier unten sein, genau. Wir hatten doch auf einmal Geld. Ja gut, dann kann ich auch nicht gucken, ob der vollgeladen ist. Wie schaut's hier aus mit Lebensmitteln? Passt soweit. Dann gucken wir nochmal nach Lupendorf. Lebensmittel und Baumaterial könnte beides mehr sein. Oh, guckt euch das mal an hier. Oh, das sind nur 38. Lässt das Passagieraufkommen nach? Aus irgendwelchen Gründen? Ich weiß es nicht. Aber es benutzen auch ein paar anscheinend dieses Schiff hier rauf nach Nedlitz. Das finde ich gut. Da überholen sich wieder welche. Wobei man eigentlich schon fast sagen müsste, wir machen hier doch 2 Docks.
und lassen machen eine Linie nach Bründlingalm und eine nach Nedlitz. Das wäre eigentlich besser. Würde ich sagen. Okay. Machen wir denn das? Also, ich mache jetzt mal eine Linie hier runter. Schiff. Schüden. Nee, G. Schüden. Bründ. Doppel-D. Doppel-N, nicht Doppel-D. Bründling. Bründel. Und das hier ist Schiff. Ich muss mir da was Kürzeres für ausdenken, aber S kann ich nicht nehmen, weil das sind ja S-Bahnen. G. Schüden. Nedlitz. Das passt. So. Dann würde ich sagen. Die Linie nehmen wir uns mal. Dann nehmen wir ein Schiff. Wo bist du denn gerade hin unterwegs? Nach Groß-Schüden-Transfer. Wo bist du denn? Zeig mal. Du kommst von Nedlitz. Das ist schlecht. Ich hätte gerne eines, das schon da unten ist. Du... Genau, du bist doch gut. Dann wirst du nämlich wechseln auf diese Linie. Und dann nehmen wir nämlich hier Bründlingalm und Groß-Schüden-Transfer raus. Dann haben wir hier 19 Minuten und da 33. Dann wechseln wir noch... Dann kaufen wir noch eins... Ah, jetzt geben wir doch schon wieder Geld für diese Linie aus. Das war eigentlich nicht der Plan. Eigentlich wollte ich sie nur optimieren. Naja. So. Ich meine, dann können die Leute nicht durchfahren, aber sie haben... auf jeden Fall hier eine stabile Verbindung. Weil es sah immer so aus, als würden alle Schiffe quasi hier oben sein. Das finde ich auch ja blöd. So, und jetzt ist der nächste Punkt nämlich. Ich würde gern... Fahrzeuge im Weg. Ja gut, da müssen wir dann mal warten gerade. Aber das wäre halt so meine Idee, dass wir dann hier quasi noch das doch so bauen und dann jeder in ein eigenes Dock fahren kann. Genau so sähe das dann nämlich aus. Kann man das, Moment mal. Moment, das geht das jetzt schon so gleichzeitig? Also, die einen halten hier, die anderen hier. Das ist ja umso besser. Eigentlich, oder? Dann müssen wir hier noch eben einmal auf... Wie viele Minuten haben wir denn hier unten eigentlich? 3, ja. Ich würde das lieber auf 2 haben. Vor allem, wenn die nicht voll fahren. 2 stellen und dann hier eben. Aber dann müsste das doch gar kein Problem sein, wenn das wenn die ja eh zu zweit halten können. Ich meine, gut, klar, hier ist ja schon getrennt. So. Finanziell wieder runter auf ein Darlehen von 4 Millionen. Wo sind die beiden Schiffe denn hier? Warum hältst du denn jetzt hier? Keine Ahnung. Egal. Oh, guckt mal hier. Warum sind da so viele Leute ausgestiegen? Hier ist ja wirklich Verkehr von Bründlingalm nach Großschüden. Ich glaube, das hier rauf lohnt sich nicht, weil die Fahrt so lange dauert. Kann das sein? Wäre meine Vermutung. So. Okay. Ich bin schon wieder die ganze Zeit nur am Gucken und am Hin und Her. Wittenhagen macht wieder einen Ticken Gewinn. Nordwalde, Wittenhagen eher nicht. Wir sind aber jetzt vom Geld her fast aus den Schulden. Ah, das tut mir immer weh, wenn ich das Geld dann wieder, wenn ich dann meine Schulden wieder hochtreiben muss.
Also, was ich überlegen würde, wäre hier oben eine Busverbindung zu machen nach Ratshausen. Wie gesagt, da möchte ich ja keinen Zug benutzen, sondern Bus. In Ratshausen selber dann eventuell mal eine Tram etablieren. Aber das Problem ist, die Busse sind dafür meiner Meinung nach noch nicht schnell genug und wir müssen dann die Straßen ausbauen. Das können wir auch noch machen, aber müssen wir mal sehen. Das kommt dann mit neuen Bussen vielleicht. Wenn das für euch in Ordnung ist und wenn nicht, dann habt ihr halt Pech gehabt. Hier unten... Na, wir machen erstmal nur Nordwalde-Wittenhagen, das soll ja das Zentrum hier werden. Deswegen möchte ich mich dringend hier um diese Waren kümmern. Diese Waren müssen wir erstmal herstellen. Ich muss jetzt gerade mal überlegen, nehmen wir hier Plastik oder nehmen wir hier Stahl? Jetzt müssen wir gerade mal hier reingucken. Bisschen vorausplanen müssen wir jetzt leider. Also wir haben hier zwei Warenfabriken, wo wir dazwischen wählen können. Wir haben eine Maschinenfabrik, die benötigt auf jeden Fall Stahl. Zumindest wenn wir Maschinen herstellen wollen. Und wir wollen ja alles herstellen, also brauchen wir hier Stahl. Ansonsten haben wir die freie Auswahl, oder was? Na, wir haben auch hier zwei Dinger. Also sollten wir hier am besten bei beiden Plastik nehmen, oder? Wobei wir hier auch Plastik brauchen oder Kunststoff. Wobei hier könnten wir auch die Bretter nehmen. Oh, meine Güte. Aber hier brauchen wir auch Bretter. Das muss ich mal ausrechnen, was denn da am klügsten ist. Weil, also wenn die beide die gleiche Produktion haben sollen, ne? Also hier brauche ich auf jeden Fall Bretter. Wie viele Bretterlieferanten brauche ich denn dann? Ach, keine Ahnung. Ich glaube, das ist wieder zu hoch optimiert. Was ist denn leichter zu beschaffen für den Moment? Ich glaube, das ist wichtiger. Was sind eigentlich Werkzeuge? Da muss ich gerade mal schauen. Vielleicht ist das einfacher. Werkzeuge ist auch einkaufen. Perfekt eigentlich. Wir könnten hier Bretter anliefern und könnten sofort Werkzeuge produzieren. Das klingt am einfachsten. Dazu müssen wir hier oben am besten erst einmal dieses hier, diesen Wald, mit diesem hier verbinden. Und dann, und das ist natürlich eine lange Strecke, hier entlang rauf. Bauen wir, wie machen wir denn das? Also der Punkt ist, ich muss jetzt gerade mal Höhenlinien anmachen. Ich würde hier, glaube ich, ganz gerne, weil die beiden so nah aneinander liegen, tatsächlich einen Güterbahnhof für beide benutzen und dann mit LKWs das Ganze hin und her kutschieren. Dann wäre es doch eigentlich sinnvoll, hier einen Durchgangsbahnhof zu bauen, ne? Dann kann man hier runter und hier runter. Wenn wir hier zum Beispiel Nordwalde beliefern wollen. Oh, ja, dann ist hier dieser hohe Berg wieder. Könnte man vielleicht sogar erst mal einen Tunnel bauen. Mal schauen. Oder keine Ahnung, wenn wir dann noch nach Wittenhagen wollen. Mit den Maschinen zum Beispiel. Dann würde man das eben auch von diesem Durchgangsbahnhof aus machen. Und ja, vielleicht dann hier runter. Aber das ist eine Passagierstrecke. Dann müssen wir mal schauen, wie wir das mit dem Güterbahnhof machen. Aber das wären so meine Ideen und Planungen dazu. Das finde ich gut. Wir müssen uns aber erst um die Bretter kümmern. Also. Jetzt muss ich hier gerade mal schauen. Wir werden wahrscheinlich durch diese Berge keine großen Strecken bauen, ne? Hier könnte man aber eine bauen. Das wäre sogar schick. Hier runter. Und Liederbach wäre auch schon wieder so eine Stadt, wo ich sagen würde, entweder wir machen hier einen Kopfbahnhof rein. So. Oder mit dem Bus. Müssen wir mal sehen. Okay, aber wir brauchen eigentlich die Güter ja nicht hier lang. Wir brauchen die Bretter nur nach da drüben, denn das zweite Sägewerk werde ich auch dann da oben irgendwo hinstellen. Das muss ich mal sehen, wo genau, aber das werden wir dann so machen. Ich weiß auch noch nicht, wie ich das mit den Ölquellen machen soll. Also die möchten, ich möchte ja auch bei sowas immer einen Güterbahnhof machen, weil man das auch für das Sägewerk und das Öl zusammen machen könnte. Das wäre ein schön großer Güterbahnhof hier bei Wenigen-Erich. Und wenn wir den direkt an Wenigen-Erich ranbauen, dann hätten wir auch direkt eine Versorgung hier. Güterbahnhof ohne Mittelrampe? Nein, wir müssen hier nicht durchfahren. Das hier kann ein Kopfendbahnhof sein. Güterumschlag.
Und den möchte ich später aber noch ausbauen. Also möchte ich auch hier den zweiten Straßenanschluss vorerst weglassen. Dann machen wir nämlich hier einen schönen gemeinsamen Güterbahnhof und den verbinden wir dann hier mit LKWs. Das alles. Und den kann man dann hoffentlich dann hier oben schön groß ausbauen. Dazu stelle ich dich... Ja, hier müssen wir dann natürlich ein bisschen was aufschütten, das ist aber okay. Gerade bei einem großen Güterbahnhof wird das eh nicht zu vermeiden sein. Machen wir so. Dann, die wichtigste Verbindung aktuell ist erst einmal Uppsala. Diese hier. Und dann würde ich auch gerne hier wieder so eine Umgehungsverbindung machen. Ja. Ja, doch, mit einer Kurve so in die Richtung. Dann hier so rein und das hier, ja, das könnt ihr dann selber verbinden. Dann gucken wir mal, wie groß das hier wird. Aber das hier wäre so ein großer Güterbahnhof, den ich mir gut vorstellen könnte. Da kommen ja dann Züge an. Entschuldigt, da musste ich niesen. Hier kommen dann Züge an, die Öl abholen. Mit etwas... Vielleicht zwei. Müssen wir mal sehen, ob wir die beiden hier getrennt regeln. Die sind nämlich sehr weit auseinander. Die beiden Werke. Vielleicht zwei verschiedene Linien, die hier ankommen. Das wären auf jeden Fall zwei Gleise. Dann kommen hier auf jeden Fall Züge an, die Holz abliefern. Und Züge, die Bretter abliefern. Und vielleicht... Na, obwohl... Ja, ich denke mal, der hier bleibt einzeln. Aber dann hätten wir hier zumindest schon mal vier Gleise. Und dank Güterzügen würde ich die möglichst lang machen wollen. Also vielleicht kein riesiger Güterbahnhof, aber zumindest ein großer. Den habe ich jetzt hier schon mal mir überlegt, dass er da hinkommen soll. So. Dann haben wir hier oben die Bretter. Das Holz. Hier gilt Ähnliches. Auch hier könnte man einen Güterbahnhof machen. Also hier ist das Problem, hier sind die Strecken so kacke. Also man könnte hier vielleicht runtergehen, ja, aber hier glaube ich nicht, dass wir runter können. Das heißt, wir müssten am besten so hier lang. Deswegen könnte ich mir auch hier vorstellen, einfach einen Güterbahnhof in Reisdorf zu bauen und von hier aus wird dann der Rest per LKW abgeliefert. Oder wir machen hier, das wäre eigentlich auch schön. Ja, es wäre nur fast schön. Ich hätte jetzt überlegt, wir könnten hier... Es tut mir leid, ich überlege immer sehr viel. Einen Güterbahnhof ohne Mittelrampe bauen. Viergleisig. Das heißt ja, wir haben zwei Gleise, und zwar eins in jede Richtung quasi. Und dann können wir die Güterzüge auch hier durchfahren und hierher fahren. Aber das ist Quatsch. Ohne Mittelrampe braucht man nicht, weil dann der eine Zug, der hier höchstens durchfährt... Ne, wobei, es können Züge sein, die hier zum Beispiel auch Mittel abladen sollen. Irgendwelche Waren oder sowas. Dann bräuchte man vielleicht Durchfahrtsgleise. Wobei man dann... Ah ne, das geht nicht. Das wäre dann, wenn... Also woran ich gerade noch gedacht hätte, ich bin gerade sehr durcheinander, ich weiß, hier. Woran ich gedacht hätte, wäre das hier. Dann hätte man hier nämlich zwei mittlere Durchfahrtsgleise zum Beispiel gemacht. Dann hätte man aber ein paar mehr Gleise noch gehabt. Sowas müssen wir auch mal irgendwo bauen. Aber wir müssen ja Güter haben. Und deswegen... Ich weiß noch nicht, was ich machen will. Möchte ich hier zwei Güterbahnhöfe bauen oder nur einen? Ich glaube, ich halte es mir offen. Indem ich hier einfach einen Durchgangsbahnhof baue erstmal. Den kann man ja später immer noch... zu einem Kopf werden lassen quasi. So, aber wir brauchen hier... Wie viele Gleise brauchen wir hier? Wir holen aktuell nur Holz ab, also eins. Da wir da runter wollen, würde ich den gerne etwas weiter weg von der Stadt setzen, so hier. Dann brauchen wir eine Verbindung auf jeden Fall hier rein. Und eine Verbindung hier rein. So, die Busse, die LKWs müssen dann hier erstmal durch die Stadt fahren. Und der hier, der bleibt erstmal außen vor. So, okay. So viel dazu. So, ich denke aber, ihr seht, worauf es rausläuft. Wir machen das aber jetzt nicht sofort. Ich meine, das kostet jetzt natürlich ein kleines bisschen Geld.
Das ist aber okay. Wir werden nämlich jetzt noch eine Mitfahrt machen. Und zwar... Moment. Eine Mitfahrt müssen wir noch machen. Die hier unten. Ah, jetzt fährt er gerade raus. Dann lassen wir den mal gerade noch zum Ende fahren. Die würde ich nämlich dann noch gerne mitnehmen, diese Mitfahrt. Und vielleicht sind wir ja dann am Ende der Mitfahrt sogar schon schuldenfrei. Interessant wäre es auf jeden Fall. Wir werden dann nämlich mal von Wittenhagen aus runterfahren. Oh, wow, hier stehen 16 Leute dafür. Nice. Cool. Die steht noch aus und ich verabschiede mich wie immer an dieser Stelle schon mal bei den Leuten, die nicht mitfahren wollen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss. Da hinten kommt da schon angebraust unser Mitfahrtszug. Hier hatte ich es direkt richtig gemacht, ne? Hier macht die Straße den Huckel. Jawohl. Und jetzt, wo ich es gerade sehe, haben wir vorher so ein kleines bisschen. So. Zack, da haben wir unseren Zug. Da stehen jetzt 16, da sitzen jetzt 16 Leute drin. Dann machen wir jetzt Folgendes. Wir cheaten ein bisschen. Wir drehen den von Hand um. Und fahren eine Runde mit. Und schauen mal, wie das Ganze sich entwickelt und aussieht. Diese Weichen. Da bin ich sehr, sehr glücklich, wenn da bald mehr kommen davon. Mehr Weichen. Weil solche Gleisfelder, da freue ich mich schon sehr drauf. Aber wir sind ja aktuell noch bei den Jungfernfahrten. Bei den allerersten kleinen Fahrten, um nach und nach Städte anzuschließen. Damit sie einfach einmal angeschlossen sind ans öffentliche Verkehrsnetz quasi. Und das wird später alles noch anders werden. Mehr Zügen, mit verschiedenen Zügen, für unterschiedlich schnell und so. Also es soll dann auch Schnellzüge geben. Ein paar ICEs zum Beispiel, die dann hier rumcruisen zwischen den Städten. Aber da liegt noch viel Arbeit vor uns. Ja, hier haben wir auch wieder einige Gruben graben müssen. Aufgrund der Steigung. Ja, und hier würde ich auch wieder ein bisschen anschütten wollen, glaube ich. Weil ich, also grundsätzlich finde ich es schön, wenn man einen Damm hat. Oder eine Grube, so wie es jetzt ist. Aber das, dieses Abwechselnde, das finde ich dumm. Das mag ich nicht. Ja, müssen entweder die Gruben weg oder die Dämme ein bisschen weg. Oder beides. Aber beides so kurz hintereinander finde ich nicht so schön. Beziehungsweise halt immer wieder im Wechsel. Aber es lässt sich bei solchen bergigen Strecken, gerade wenn man darauf achten will, nicht zu viel zu verändern und noch stark dem Gelände zu folgen, dann lässt sich das nicht so gut vermeiden. Hier hatten wir mal Schienen liegen, stimmt. Aber dann haben wir ja uns doch entschieden, die Felder zu umfahren, die man hier rechts noch sieht. Ein bisschen zumindest. Ah, die Brücke sieht man auch schon rechts. Fehlen da nur noch so ein paar Ackergeräte auf den Feldern. Oder Menschen, die da arbeiten, aber das ist auch ein bisschen, das wäre auch von der Performance, wie heißt das? Performance her wahrscheinlich eher ungünstig. Aber ich finde es schön, dass wir da so drumrum fahren, das gefällt mir. Könnt ihr überlegen, auch noch Zäune vielleicht aufzustellen oder selber könnte, gibt es denn... Da muss ich mal schauen. Vielleicht hat... Ich glaube es zwar nicht, aber dann könnte man zumindest auch irgendwelche Fahrzeuge noch irgendwo hinstellen. Das sieht man wahrscheinlich vom Zug aus nicht, wenn wir das an den Hof stellen, ne? Aber das wären auch noch Optionen. Dass wenn wir mit dem Zug irgendwo vorbeifahren, oder mit irgendwelchen anderen Fahrzeugen auch, dass man dann noch von Hand ein paar Fahrzeuge platziert, die dann da stehen und warten. Also bei den Betrieben und so. Das sind da die Mitarbeiter. Die dann da fahren. Oh, jetzt haben wir hier schon wieder Oberleitung. Ach, das hatten wir festgestellt. Ich glaube, wir haben auf der Brücke haben wir Oberleitung. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Die ist automatisch an. Oder ich habe es nicht hinbekommen, sie auszuschalten. Irgendwie so. Gefällt mir aber. Die Brücke gefällt mir gut. Und dieser Brückenrampendesigner ist da wirklich sehr, sehr praktisch.
bräuchte ich ihn nur noch für Straßen. Aber wie gesagt, habe ich schon gesagt, das ist da was einfacher. Ah genau, das hier haben wir ausgebessert. Das sieht auf jeden Fall besser aus, als es vorher aussah. Immer noch nicht perfekt, aber besser. Und die 70 km/h sind schon ordentlich. Also da kann man sich echt nicht beschweren. Später bei Nahverkehrszügen gehen wir dann auf 100 oder 120 rauf und dann passt das auch alles. Und da fahren wir langsam rein in den Kopfbahnhof auf den Prellbock zu. Und schon steigen alle ein. Sind schon 18 Stück. Sehr, sehr schön. Dann werden wir noch eben unsere Schulden abbezahlen und wir sind komplett schuldenfrei. Wir sehen uns dann aber in der nächsten Folge komplett schuldenfrei wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und mal schauen, ob wir unsere nächsten Bauvorhaben vielleicht auch tatsächlich mit unserem komplett eigenen Kapital ohne Darlehen hinbekommen. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Tschüss!